Ich begrüße euch recht herzlich aus der Las Palomas Backstube, heute mit einem neuen Thema. Wir wagen uns heute mal an einen Dinkel-Hefe-Feinteig heran. Das ist eigentlich immer eine besondere Herausforderung. Wir wissen alle, Dinkel neigt zum Trockenbacken. Und gerade bei Hefeteigen, bei Zopfteigen, erwartet der Verbraucher eigentlich immer eine schöne, wattige, feuchte Krume. Und das ist beim Dinkel nur mit guter Rezeptur zu erreichen. Wir müssen sehr viel für die Frischhaltung machen. Und deswegen haben wir hier mal die Sachen aufgebaut, die ich für wichtig halte, dass wir einen auch schönen, feucht-wattigen Dinkel-Hefe-Feinteig hinbekommen. Die Rezeptur habe ich wie immer zuerst mal händisch einfach mir aufgeschrieben und mal so zusammengestellt, was ich meine, was wir brauchen. Es ist ein mittelschwerer Hefeteig mit Anteil etwa 18% Butter und 15% Zucker, so als grobe Faustregel. Wir fangen mal auf der linken Seite an. Wie immer hier haben wir einen Dinkel-Vorteig oder Dinkel-Polisch gemacht, TA 200, 1% Hefe, gestern zubereitet und in die Kühlung gestellt, ist heute schön entwickelt, hat eine schöne Struktur. Dann haben wir hier unser Dinkel-Kochstück. Das finde ich sehr wichtig, gerade beim Weizen könnten wir eigentlich darauf verzichten, aber bei Dinkel ist es sehr, sehr wichtig, dass wir über das Kochstück halt einmal dieses gebundene Wasser in den Teig hineinbekommen. Dann können wir den Teig eher fester halten und haben trotzdem genügend Feuchtigkeit im Teig. Und was das Kochstück auch bewirkt, es macht diese fasrige Struktur in der Krume bei den Hefezöpfen, beim Flechtgebäck. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium für gute Qualität. Dann haben wir hier wie immer unser Dinkelmehl 630 vom Biosphärereservat Schwäbische Alb. Wir haben unser Dinkel-Extrudat, habe ich schon oft erklärt. Auch wieder zur Unterstützung Frischhaltung, Teigstelligkeit und später auch hoffe ich, dass uns das beim Ausbund bei den Zöpfen auch etwas hilft. Wir haben nur eine recht kleine Menge Wasser noch zur Verfügung, weil wir haben ja Wasser über Vorteig drin, Wasser über Kochstück schon drin und haben nur noch eine kleine Restmenge Wasser. Das ist jetzt hier ein Viertel der normalen Grundrezeptur, basierend auf 10 Kilo Mehl. Wir haben hier etwa 15% auf Mehl berechnet Volleianteil. Wir haben die Hefe habe ich auf 7% eingestellt. Da würden auch, wenn man über Nacht, über lange Zeit geht, 6% Hefe reichen. Dann gute deutsche Markenbutter haben wir hier mit 18%. Wir haben Salz 2%, Zucker 15%. Dann habe ich hier noch eine Zutat, das ist das Dinkel Softback. Das ist jetzt das, was uns auch ein bisschen hier helfen soll. Das sind klassische Enzyme auf Amylase-Basis oder Pilzamylase-Basis in Kombination mit Ascorbinsäure gemischt auf Dinkelmehl. Mehr ist es eigentlich nicht, aber das hilft uns natürlich so ein bisschen auch nachher bei der Stabilität des Teiges, beim Ofentrieb und so weiter. Man könnte darauf verzichten, allerdings, wenn ihr auf Langzeit geht, braucht ihr irgendwas, wo da noch ein bisschen die Stabilität in die Teige reinbringt. Ich habe zu guter Letzt hier noch ein paar Rosinen eingeweicht. In einen Teil des Teiges machen wir später dann machen wir einen Rosinestuden und vom Rest des Teiges machen wir einfach mal drei Flechter Zöpfe. Den Teig könnt ihr als Basis nehmen für gefüllte Kränze, also Nussgrenze, Mohnzöpfe, als Basis auch für Quarkstuden, wenn ihr da noch frischen Quark einkneten wollt. Also es ist einfach mal ein Basisteig, der euch eine breite Anwendung erlaubt im Kuchenbereich. Und dann fange ich jetzt mal an, den Teig zu machen. Fangen wir hier gerade an mit unserem Vorteig. So, unser Kochstück. Unser Extrudat,
wie gesagt, noch kleine Restmenge Wasser, unser Eianteil, die Hefe, Butter, unsere Salzmenge, 15% Zucker, dann 1% von diesem Softback und das war's und jetzt können wir laufen lassen. Auch hier halte ich mich wieder an die Vorgaben der vergangenen Tage. Wir kneten mal langsam 14 Minuten. Bis jetzt habe ich immer festgestellt, dass das für das Dinkelmehl reicht. Wir haben ja durch den Vorteig und durch das Kochstück auch schon vorgequollenes Material drin, was auch schon eine gewisse Vernetzung hat. Und die 14 Minuten sollten eigentlich reichen. Der Teig muss einfach schön glatt werden und muss sich so ein bisschen schön sauber aufziehen lassen. Dann machen wir alles richtig. Der Teig sieht gut aus. Hat einen schönen Stand. Wir müssen auch gerade, wenn wir Flechgebäck machen wollen, immer darauf achten, dass der Teig ja eher tendenziell ein bisschen fester ist. Sonst kriegen wir keine gute Struktur nachher bei den Zöpfen mit dem Ausbund von den Strängen. Und da muss man so ein bisschen drauf achten. Deswegen haben wir auch Kochstücken all das drin, damit trotzdem genug Wasser im Teig ist, auch wenn er etwas fester wirkt. So, ein paar kleine Reste kann ich ruhig drin lassen. Ich wiege jetzt ein bisschen Teig ab. 1000, was brauche ich denn? So 1,7 Kilo wiege ich mir wieder zurück. Und da geben wir jetzt auf Teig gerechnet 20% Rosinen. Die Rosinen habe ich ungefähr eine Stunde in reichlich Wasser eingeweicht. Und dann abgeschüttet und die stehen jetzt wieder ungefähr eine knappe Stunde und haben hier wieder abtropfen können und haben jetzt ein bisschen Wasser aufgezogen. Das ist nicht ganz wichtig, um halt zu verhindern, dass die Rosine zu viel Wasser dem Teig entzieht. Was ihr auf keinen Fall machen dürft, wo oft Fehler gemacht werden, dieses Einweichwasser von den Rosinen dürft ihr nicht in den Teig nehmen. Der Fruchtzucker wird sofort anfangen, die mehr oder weniger die Hefezellen zu zerstören. Und dann habt ihr keinen Trieb mehr später, wenn ihr auf Endgare geht. So, beim Einkneten am besten immer dabei stehen bleiben. Und einfach wirklich nur dem Teig zuschauen, bis ja die Rosinen alle praktisch, bis die eingeknetet sind. Weil auch hier gilt wieder, alles was ihr an Fruchtzucker rausknetet in den Teig hinein, zerstört euch später euer komplettes Backergebnis. Weil ihr dann einfach am Ende der Gare keinen Trieb mehr habt. Daher wirklich gar nicht erst weglaufen, sondern dabei stehen bleiben. Nur kurz mit so viel Energie rein, dass die Rosinen gleichmäßig in den Teig reingemischt sind und dann aufhören. Das ist jetzt auch gleich der Fall. So. Ja. Den werfe ich dann auch noch raus. Bei dem festeren Teig arbeiten wir dann auch mit Mehl. Bei dem weichen Teig mache ich das ja immer mit Wasser. So. Dann haben wir unsere. Von dem, wie gesagt, machen wir später so ein paar Rosinenstuten. Und von dem hier machen wir ein paar Flechtgebäcke. Teigruhe jetzt hier für mich ungefähr eine halbe Stunde. Wenn ihr größere Teige habt, reichen auch eine Viertelstunde, bevor ihr mit dem Aufarbeiten oder Weiterverarbeiten beginnt. So, unsere Viertelstunde oder gute 20 Minuten Teigruhe sind durch.
Ich habe hier schon mal abgewogen für die Rosinenstuten. Die backe ich in so kleinen Quarkstollenringen. Und die arbeiten wir jetzt auch gerade mal auf. Das sind jetzt Einwaage, so knapp oder 480 Gramm habe ich die mal gemacht. So, das war noch ein Rest von knapp 400 Gramm. Der wird dann ein bisschen kleiner. Ja, die lassen wir dann abgedeckt schön hier bei Raumklima langsam vor sich hingaren und bei voller Gare schneiden wir dann oder streichen sie ab mit Ei und schneiden und dann geht es ab in den Ofen. Dann machen wir unsere Zöpfe. Da machen wir Stränge mit 180. So, die tun wir gerade so klein bisschen vorlängen oder vorwirren, besser gesagt. Und auf Länge rollt man die dann nach ganz kurzer Entspannung dann aus. Meine Stränge habe ich alle vorgelenkt. Ich habe mir hier ein bisschen Roggenmehl abgesiebt. Ich staub die immer ganz gerne mit so ein bisschen Roggenmehl. Das hat den Hintergrund, dass Roggenmehl keinen Gluten hat oder ein anderes Eiweiß hat wie den Gluten, den wir kennen aus dem Weizen oder aus dem Dinkel. Und dadurch dann auch die Stränge nicht verkleben und das gibt ein bisschen mehr Ausbundsicherheit später bei den Zöpfen. So, dann fangen wir mit unseren Dreiflechter an. Dreiflechten ist eigentlich relativ einfach, immer einfach von außen nach innen legen.
am Ende immer schön die Stränge zusammendrücken. So, dann machen wir noch mit zwei Strängen so eine Art Vierflechter. Da geht es dann so ein bisschen andersrum. Da muss man die ein bisschen länger halten, die Stränge, damit man nicht den Zopf zu kurz und zu knuppig hat. So, da liegt die Pracht. Staub die noch ein bisschen ab. Rosinenstuden, gleicher Teig, 20% Rosinen auf Teigmenge. Ja, jetzt brauchen wir dann noch mal eine knappe Stunde Endgare und dann können wir backen. Unser Backtag neigt sich dem Ende zu. Hier liegen sie, unsere Prachtstücke aus Dinkel, also Dinkelfeinteig, Dinkelhefezöpfe, hier Rosinenstuden. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Schade, dass man über YouTube nicht riechen kann. Es riecht total sehr schön buttrig, angenehm. Also allein der Duft ist schon phänomenal. Und ja, mit dem Ergebnis hier bin ich sehr zufrieden. Die sind jetzt schön zart gebacken. Die Zöpfe waren etwa 1,5 Stunden hier bei Raumklima, ich sag mal hier im Raum 25 Grad. 1,5 Stunden auf Endgare, einfach auf dem Blech abgedeckt, schön langsam vor sich hin gären, sage ich jetzt mal. Die Rosinenstuden etwas länger, die haben wir am Schluss erst gebacken. Die Backzeit hier bei den Zöpfen war ungefähr so knapp 30 Minuten und die Temperatur war etwa 170 Grad, ruhende Hitze im Etagenofen bei offenem Zug. Das Farbenspiel finde ich ist sehr schön, trotz der hellen Farbe, wir haben keine Teilchenbildung, es fällt nicht in sich zusammen. Das ist ja immer so das Problem, wir wollen ja schön zart backen mit nicht zu dicker Kruste, weil wir ja hier die Feuchtigkeit, die all das gerne mögen in der Krume, diese Schwammigkeit. Und ich denke, das ist hier auch gegeben. Wir gucken gerade nochmal ins Ausbackgewicht. Ja, das Ausbackgewicht ist 450 Gramm, sorry, die haben wir knapp 500 eingewogen. So ist richtig, ich mache mal noch einen zweiten drauf. Ja, auch
450, 460 Gramm. Also das waren 500 Gramm Teiggewicht. Wir wiegen mal den Zopf. Der hat auch gut 500 Gramm. Das waren 200 Gramm Stränge, jeweils immer drei Stück. Also für Dinkel, ja, sind wir hier sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Das war jetzt eine direkte Führung. Die werden eher noch schöner, wenn ihr die in die Kühlung über Nacht legt und dann noch einmal schön langsam akklimatisiert und dann voll reif werden lasst. Dann kommt da aromamäßig noch ein bisschen mehr, würde ich meinen. Von der Aromatik her, ich habe also bewusst keine Aromasachen eingesetzt, weder Vanille noch Zitrone noch irgendwas. Also wenn ihr da was machen wollt, dann würde ich euch empfehlen, ein bisschen Tonkabohnen, ein kleiner Spritzer, wenn überhaupt. Aber wenn ihr so gute Zutaten habt wie gute Magenbutter, einen guten Vorteig, was wir hier gemacht haben, der ja auch Aroma bringt, dann braucht ihr nicht zusätzlich Aromen einzusetzen. Ich finde das hier so in Natur, der reine Buttergeschmack mit den schönen runden Aromen aus dem Vorteig, das passt sehr gut und das ist ein super gutes Gebäck. Und ich kann es euch nur empfehlen. Die Rezeptur werde ich noch in Reinform heute schreiben. Die wird dann auch verlinkt, die könnt ihr euch runterladen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, aber ich lasse mir es doch nicht nehmen, noch kurz einmal anzuschneiden. Es war noch sehr frisch, also wir kriegen jetzt noch kein so klares Urteil, aber wir gucken trotzdem mal in die Krume rein. Ja, die ist jetzt noch sehr frisch und man sieht es vom Schnitt her, aber es ist ein sehr feuchter, angenehmer, ja, eine schöne Krume und Geruch, ja, einfach schön hefig, buttrig, eigentlich das, was man von einem, ja, von einem Kranzkuchen, von einem Zupf eigentlich verlangt. Also besser geht es gar nicht. Die Rosinenstuten schneide ich jetzt nicht an, weil die sind wirklich gerade erst aus dem Ofen gekommen. Aber ich kann euch versprechen, die schmecken alle sehr gut. Was wir in jedem Fall bei der Frische jetzt auch schon prüfen können, ist das, was ich so erwähnt habe, was das Kochstück macht, nämlich diese Fasrigkeit der Krumen. Das sehen wir hier schon. Wenn ich das so aufziehe und wenn ich das so wegziehe, dann seht ihr, das ist das, was man so gerne mag bei Hefefeinteigen. Wenn sich hier die Fasern, wenn das sich so wegschält, wie hier, dann hat man vieles richtig gemacht und das haben wir hier geschafft. Und das kommt durch hauptsächlich unser Kochstück, was da drin ist, durch natürlich auch die lange Teigführung mit Vorteig. Das sind die Effekte, die wünschen wir uns und die sind hier voll gegeben. Also auch hier, es geht auch mit Dinkel. Habe ich früher so nicht hinbekommen, bei Weizen kein Problem, aber mittlerweile schaffen wir das auch mit Dinkel. Ja. Geht natürlich nichts über frische Hefegebäcke. Ja. Also, es geht auch mit Dinkel. Weizen würde noch ein bisschen mehr Power bringen. Aber ich bin hier mit unserem 630er Dinkel auch schon sehr gut einverstanden. Und ich kann euch nur empfehlen, macht sowas in Dinkel. Ich denke, es gibt viele Kunden, die sowas suchen, die sich freuen würden, wenn sie solche Dinkelgebäcke auch mal im süßen Bereich bei euch kaufen könnten. Nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Thema. Tschüss.